Wir kommen heute noch zu einer weiteren Folge von Scream Collector, weil so langsam bin ich jetzt in der ersten Ebene, sozusagen auf der Außenseite des Schlosses, fertig und jetzt gilt es zusammen mal das Schloss von innen zu erkunden. Also, auf zu Scream Collector. Die Meldung für die Daily Rewards, wo ich jetzt, glaube ich, Tag 14 oder sowas erreicht habe, ist leider schon ausgeblendet worden, ebenso wie die Gesamteinnahmen. Also, das hier hatte ich jetzt schon mal vervollständigt. Okay, jetzt fehlen mir natürlich noch 100, um den Scientist wieder zu machen. Hätte ich umgekehrt machen sollen, aber egal. Und hier gibt es inzwischen... habe ich das auf 4 erweitert und bei den Fledermäusen ist es wichtig, alle 5 zu bekommen, weil mit der 5. gibt es hier inzwischen auch Diamanten. Also das Spiel ist recht freigebig, was die Diamanten angeht, insbesondere nach dem Freischalten dieses zusätzlichen Reiters hier, der sich hier dazwischen gemacht hat. Ich glaube, einmal oder zweimal habe ich schon die 100 Diamanten bekommen. Die Spins habe ich auf jeden Fall auch schon einmal über 100 bekommen. So, da ist jetzt gleich schon mal die Falle aufgetaucht. Also ihr seht, es ist deutlich voller geworden. Ich habe ja auch schon etliche Upgrades jetzt hier für meine ganzen Leute dazugeholt. Und da kommen schon wieder die Fledermäuse. Mal gucken, ob ich sie jetzt schnell genug erwische. Ne, die letzte ist mir entwischt. Da muss ich gleich mal den etwas zügigeren Klicker da hinnehmen, dass ich sie nur zielen muss. Damit ihr dann hoffentlich nochmal rechtzeitig seht, wie und wohin das dann alles läuft. Und da war jetzt schon der blaue Geist. Inzwischen seht ihr auch hier, es ist nicht nur ein Geist, sondern es sind, glaube ich, 5 Stellen, wo jetzt hier Geister auftauchen. Und ich erwische jetzt gleich mal den blauen. So, gleich mal hier jetzt die Fledermäuse. Ja, hat nicht geklappt. Okay. Also wie ihr gerade gesehen habt, ist der blaue Geist, wenn ihr den erwischt, der gibt garantiert auch wiederum einen Edelstein, einen Diamanten. Bei den Witches ist es so, hier taucht ab und zu dann eben so ein Trinkgefäß auf, womit ich die halt mit Wasser bespritzen kann und dann bekomme ich da zumindest einen so einen Spin frei, der dann dazu kommt. Ah, da ist schon das Wassergefäß, da kann ich dann gleich die Hexe machen. Da seht ihr, dann bekomme ich auch einen so einen Spin dazu. So, aber jetzt die Fledermäuse und die dritte ist da hinten. Zack. Also ihr seht, wenn ihr das so weit aufgelevelt habt, dass 5 Fledermäuse da sind, ich glaube, das war auch genau die Stufe, also bei 950 Fledermäusen, dann gibt es da auch dann den Diamanten. Und ansonsten gab es hier noch ein Achievement. Also ich bin noch nicht mit allen wirklich durch. Ein paar fehlen mir jetzt an der Stelle noch. Oh, ja, erwischt. Also mir fehlen noch 2 Hexen, die ich noch mit Wasser bespritzen muss. Das kann man hier bei beiden machen. Und der Hexenkessel selber ist wiederum noch hier für das Yummy Yummy, für das Achievement wichtig. Und da ist es tatsächlich so, ich habe lange am Anfang nicht gewusst, was ich mit den Äpfeln machen soll, weil da hatte ich zwar angenommen, dass ich die irgendwie zu den Bäumen da machen soll, aber das Problem ist, die sind da immer runtergefallen. Warum? Weil die Gesichter von den Bäumen natürlich auch erst in den sehr hohen Leveln gekommen sind. Das heißt, erst wenn die tatsächlich ein Gesicht haben, kann ich ihnen eben auch die Äpfel verfüttern. Ansonsten, wenn ich die Augen oder Äpfel den falschen zuordne, also die Zombies mit Äpfeln fütter und die Bäume mit Augäpfeln, dann bekomme ich nichts. Ansonsten sind die hier eher random, also bei den Bäumen und bei den Zombies bekomme ich zufällig irgendetwas, was entweder Diamant sein kann oder einen von diesen Boni hier oder eben ein Dreh, der ist auch möglich. Ich glaube, Screams gibt es da nicht. Bei den Ghosts ist es ein bisschen variabel. Also die Weißen kriegen, glaube ich, Scream und dann ist es je nach Farbe. Ich glaube, die sind fest zugeordnet, aber bisher habe ich mich dann nur noch darauf konzentriert, natürlich den Blauen zu erwischen, um eben da auch wieder den Diamanten zu bekommen. Das mit den Kürbissen hatte ich ja, glaube ich, schon in den anderen Folgen. So, da ist jetzt wieder ein automatisches Item eingesammelt, das halt hier sonst irgendwo in der Map auftauchen würde oder in dem Bild, die ich dann hier oben einsammeln kann. Ich glaube, die habe ich jetzt sogar auf... Ne, ich habe sie immer noch auf 3. Also dann ist das andere vorhin nämlich genau aufgetaucht, weil das kann man noch ein paar Slots erweitern. Also ein paar Erweiterungen sind noch möglich. Klar, die Einkommen kann ich erhöhen, aber hier habe ich jetzt den Scientist. Sowohl auf der Seite als auch auf der Seite das Zweifache und das lohnt sich für die anderen natürlich umso weniger. So, wie ihr seht, ist es immer dann schon verdeckt, bis ich die letzte erwische, die dann so schon knapp weg ist.
Das mit dem Bonus-Speed ist jetzt auch nicht so wichtig, weil ja, wenn ich da ein bisschen lange ausreichend klicke, ist das schnell genug erledigt, um die auch immer so lang zu halten, dass die nicht auslaufen. Da brauche ich auch nichts mehr. Ja, der Autoklicker, den ich hier noch freischalten kann, da kann ich noch drauf sparen. Aber jetzt für die Folge steht erstmal an, die Frontdoor-Key kaufen. Ah, ihr seht, da ist jetzt ein Auge aufgetaucht und eine Uhr, also einen von den Boni habe ich bekommen. Ach genau, was sich noch gibt, ist dieses Spiel, das hier, Simple Simon. Das kann ich euch leider nicht auslösen, weil das kommt eben auch erst relativ langsam irgendwann wieder. Mal gucken, ob es später nochmal auftaucht, wo ich dann hier die Fenster abklicken muss. Das heißt, die leuchten dann erst, also irgendein Fenster fängt an rot zu leuchten und das ist die Einladung in das Spiel. Dann klickt man das an und dann geht es so Stück für Stück weiter. Na. Ha, immer noch erwischt. Sehr gut. So, da gibt es jetzt den Kürbisdiamanten und da kommt jetzt gleich die weiteren Boni. Also hier gibt es okay, hier gibt es auch Diamanten, aber das ist sozusagen mit einer anderen wahrscheinlich. Ups, jetzt daneben. So, dann gucke ich mal, was jetzt der Gelbe gibt. Okay, der gibt die Uhr. So, nochmal. So, da habt ihr es nochmal schön groß gesehen. Also jedenfalls, was das Spiel hier angeht, also da fängt eben eine Fenster irgendwann an, rot zu leuchten. Dann müsst ihr da draufklicken. Dann ist es grün, wenn ihr das Richtige erwischt habt. Wenn nicht, ist das Spiel rum. So, da haben wir jetzt auch gleich noch einen Apfel. Da kann ich jetzt in beide Bäume füttern, ist egal. Aber auch das Ergebnis ist zufällig. Und ja, wie gerufen. Also, jetzt fangen wir mal an. Solange ich das Richtige spiele, geht das Spiel halt immer am einen Fenster weiter. Und es ist so, ich glaube, bei einer, also jeder Klick gibt im Endeffekt eine Punktzahl. Wenn ihr es jetzt nicht genau mitbekommen habt, dann wartet einfach ab. Dann wird diese ganze Sequenz wiederholt, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, der zu folgen. Und es ist so, dass also jedes Klick gibt einen Punkt und wenn ihr so bei zwischen 25 und 30 Punkten ist der erste Wechsel, weil erstmal gibt es, je nachdem wie viele ihr schafft, gibt es eben ein paar von den Drehs, bis zu drei erstmal. Bei 30 ist dann der Wechsel, dann gibt es den ersten Diamanten. Und das baut sich dann immer so nacheinander weiter auf. Ich glaube, einmal habe ich es so mit ein bisschen Notieren, da habe ich mir dann Notizen mal gemacht, um das möglichst lange zu spielen. Ich glaube, 50 oder 75 oder so weiter bin ich gekommen. Und dann zwei oder drei Diamanten. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, wenn ihr es eher spielen wollt, wegen den Rädern, dann hört rechtzeitig auf, damit ihr dann einfach drei von den Rädern bekommt. Also jetzt machen wir mal noch eins weiter. Eins, zwei, okay. Ja, das war schon daneben. Hätte ich doch ein bisschen weniger plappern und ein bisschen mehr aufpassen sollen. Aber egal, auf jeden Fall habt ihr gesehen, dass ich jetzt einen so einen Spin wieder dazu bekommen habe. So, jetzt der nächste Apfel. Und jetzt aber ab. Also ich denke, das waren soweit alle Sachen, die jetzt hier draußen freigeschaltet wurden. Habt ihr jetzt schon alles einmal gesehen. Und zumindest, was ich bisher entdeckt habe. Ich denke nicht, dass da jetzt noch so viel dazu kommt, weil das ist jetzt nur das eine Upgrade. Das heißt aber umgekehrt, wenn das hier dann das 119. ist, das heißt, dann gibt es noch 10 Upgrades, die hier über den, ja, das Haus allgemein geupgradet werden kann. Also mal schauen, was da noch kommt und vor allem, wie lange das dauert. Weil von den Halloween Spirits bin ich inzwischen bei 5 Trillionen. Also vorher stand da das B, das waren die Billions. Und jetzt sind es halt schon wieder eine Potenz mehr. Und ja, drei habe ich jetzt schon wieder angesammelt. Also es geht inzwischen auch relativ langsam, dass sich das überhaupt nochmal verdoppeln lässt oder so weiter. Aber deswegen jetzt ab ins Haus. Oh, da kommt schon wieder was. Und da ist schon wieder der Hammer. Das ist nur einer von den, ja, ich weiß gar nicht, über welchen der freigeschaltet wurde. Ob der über die Gräber freigeschaltet wurde, ob das über die Zombies ist, das kann ich nicht genau zuordnen, weil ich die dann meistens doch recht zügig nach oben eingekauft habe. Aber hier erstmal den Frontdoor-Key kaufen und mal gucken, ob ich jetzt reinkomme oder wie ich da jetzt reinkomme. Mal gucken, irgendwo hier war die Karte. Oh nein, ich kann das, ich kann es euch gar nicht zeigen, weil ich muss das Haus auf der Außenseite abgeschlossen haben. Weil ich hatte schon gehofft, dass das
ja, dass wenn man das Ding sozusagen aus der Außenseite abschließt, dass man dann den Key nicht braucht, aber es scheint wohl doch beides dann auf einmal notwendig zu sein. Das werde ich jetzt an der Stelle wahrscheinlich nicht lösen können. Dafür habe ich jetzt die Witches noch abgeschlossen. Tja, das lässt sich jetzt leider nicht so ohne weiteres beschleunigen. Das Einzige, was ich noch versuchen kann, noch ein bisschen mit dem Spinrad zu spielen und zu hoffen, dass ich hier irgendwie ziemlich schnell so ein Zeit-Upgrade bekomme. Oder genug Diamanten, um tatsächlich die Warps zu machen, weil das geht ja hier auch in der Form. Mal gucken, was ich da anstellen kann, um das irgendwie zu beschleunigen. So, 100 hätte ich aktuell übrig, das heißt, ich kann nur einmal einen 24-Stunden-Warp machen. Das dürfte wahrscheinlich nicht ausreichen. Mal davon abgesehen, dass ich natürlich noch weitere erspielen kann, aber es dauert halt eine ganze Weile dann. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt den Scientist upgrade, also der hat nur 255 als Bonus. Das ist also, es dauert ewig, bis da die 300 noch zusammenkommen, aber wahrscheinlich würde das auch nicht ausreichen. Leider habe ich nicht herausgefunden, ob das hier Ding noch irgendeine Bedeutung hat, weil ich hatte ja gehofft, dass wenn man die Geister in der richtigen Farbreihenfolge einfängt, dass das dann irgendwas auslöst, aber hat es leider in der Form nicht. Und das bedeutet aber, mal gucken, ja, allzu viel kann ich davon eh nicht kaufen. Da fehlt hier an der Stelle zu dem Max irgendwo eine Anzeige, bis zu welcher Zahl ich tatsächlich kommen würde. Aber um das nächste Unlock zu haben, bräuchte ich 900. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall über 100 kommen. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch wieder nicht. Das heißt, keiner von denen ist jetzt irgendwo in der Nähe auch nur hier zeitnah diese 100 noch zu schaffen. Vielleicht wäre es dann möglich, aber ich denke, ich brauche tatsächlich alle 129 Upgrades. Schade. Da ist jetzt mal wieder so eine Tüte aufgetaucht. Da sind jetzt die drei Boni-Elemente drin. Ein Klicker, der Screamer und die Uhr. Ja, das geht ja recht zügig im Moment. Kommen schon wieder die Äpfel dazu. Ja, jetzt komme ich an den Apfel nicht ran, wenn die Viecher davor laufen. Das ist auch, wenn die Zombies hier davor laufen. Dann spielen wir halt erstmal wieder das Spiel. Wir schauen mal, dass ich mich mehr konzentriere, bis zu dem Diamanten. Wenn ihr irgendwo daneben klickt, solange ihr kein falsches Fenster trefft, ist es relativ egal. Ja. Okay, aber hier seht ihr jetzt habe ich drei davon bekommen. Das heißt, das war zumindest ein guter Abbruch, um möglichst viele von den Spins zu bekommen. Und hier habe ich es normal so gemacht, dass wenn hier unten der Diamant auftaucht. Okay, das war zu langsam. Genau, also so wie jetzt, wenn hier unten der Diamant auftaucht und mindestens in vier weiteren Feldern entweder Diamanten oder maximal in einem so ein Spin drin ist, dann bin ich zumindest bereit, hier das mit dem Zehner zu versuchen. Es wäre zumindest lustig, dann den, also dann wird alles hier mit 10 multipliziert. Es ist nicht, dass der dann 10 mal dreht, sondern alle Werte werden mit 10 multipliziert. Und dann natürlich so ein 1000er-Gem zu bekommen, das wäre schon was. Das sieht verdammt knapp aus, aber irgendwo der Zeiger landet sehr oft in den beiden Dingern daneben. Wie das genau mit dem Zufallsfaktor ist und wie randomized das ist, keine Ahnung. Das kann ich so von außen natürlich nicht einschätzen, dazu kenne ich den Code einfach nicht. Ihr seht, er ist wieder an dem gleichen Stelle gelandet und immerhin zumindest 3 Gems, das ist schon mal ganz okay. Aber wie gesagt, die Random-Funktion und wie wahrscheinlich jetzt tatsächlich der das Feld da ist. Da sind blaue Geister gewesen. Jetzt muss ich wieder warten, bis der nächste blaue Geist auftaucht. Da ist einer. Okay, also weiter Spinning. Und Fledermäuse sammeln. Ah, okay, das war jetzt schon mal eine Stunden-Warp. Jetzt bin ich bei 350, immerhin. Das heißt, noch zweimal so einen Stunden-Warp, dann ja, würde das schon zumindest klappen, das zu aktualisieren.
bevor ihr jetzt weiter dreht, ist es auf jeden Fall wichtig, okay, jetzt ist hier eh kein Stundenfeld drin, deswegen ist es egal. Aber ansonsten wäre es wichtig, natürlich alle anderen Sachen hier erstmal aufzubrauchen. Angefangen von den ganzen Sachen hier, die, nicht die füttern, wie ihr seht, random. So, das dritte Auge, jeweils alles drei verschieden. Der Baum bekommt noch einen. Und hier ist wieder eine Witch. Dafür habe ich jetzt, da ist der nächste blaue Geist. Ha, noch erwischt, obwohl er schon halb verschwunden war. Und jetzt nochmal wieder das Simon-Spiel spielen. So, bei 7 bzw. 8 müsste es auf jeden Fall dann schon sein, dass es eben den Diamanten gibt. Also 1, 2, 3, 4. Oh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. 5, 6, 7. Okay. So, wenn ich jetzt verliere, beziehungsweise jetzt aussteige, sollte es eigentlich schon passen. Und jetzt habe ich natürlich schon wieder vergessen, was jetzt der letzte neue war. Aber ich glaube, der ist nochmal dahin. Ja. Okay, aber jetzt breche ich das Spiel ab, um zu zeigen, dass es auf jeden Fall den Diamanten gibt. Und wie ihr seht, wenn ihr eben weit genug kommt, kommen natürlich auch wieder die Räder dazu. Ist halt die Frage, wie viel Geduld ihr habt und wie gut eure Konzentration ist, euch das zu merken und dann dort durchzugehen. Also das ist schon mal fast ein ganz guter Ausgang, aber wie gesagt, ich warte eher, dass zumindest 4 Felder von diesen Diamanten oder zumindest den Rad, also neuen Spins, belegt ist. Deswegen lasse ich jetzt erstmal normal weiterlaufen und verbrauche die lieber ein bisschen langsamer. Wenn man es natürlich mit so einer 24er Uhr machen würde und dann 240 Stunden, oder ich weiß gar nicht, ob es dann eine Woche oder so weiter angesprungen wird, das würde natürlich jetzt wahrscheinlich ganz gut reichen, um auf die nötigen Einnahmen zu kommen. Aber eigentlich auch nur letztlich, um das Upgrade zu kaufen. Vielleicht eventuell noch das hier. Aber danach bräuchte ich auf jeden Fall erstmal wieder 1-2 Resets, bis das oft genug verdoppelt ist, damit ich da natürlich genug bekomme. Also damit ich überhaupt in der Lage bin, diese ganzen Upgrades, die 10, die hier noch notwendig sind, dann tatsächlich nacheinander zu kaufen. Genau, hier seht ihr jetzt, dass es eben auf jeden Fall möglich ist, dass 4 von den Feldern mit solchen Bonus-Items belegt werden. Aber für einen 100er Spin werde ich das jetzt eben da nicht drehen. Es wäre auf jeden Fall schön, natürlich nochmal 100 zu bekommen. Dann habe ich auf jeden Fall einen größeren Puffer für die 10er-Kombo. So. Wie ihr seht, es kommt öfter an, dass es da so knapp ist, deswegen schwer zu sagen. Es ist halt, ich habe mir da noch keine Statistik angefertigt, wie oft das tatsächlich vorkommt und ob das öfter vorkommt, als er in den anderen Feldern landet. Ja, inzwischen sitzen die Katzen überall. So, nächster. Habt wieder Diamanten und Spins. Deswegen, also wenn ihr einmal so einen 100er gewonnen habt, da könnt ihr ziemlich lange das Rad drehen. Und dann könnt ihr total am Rad drehen. Bis die dann wieder runterkommen, weil es eben dann doch öfter mal noch welche nachgibt und wieder neue zu gewinnen sind. Und natürlich hier einfach in dem Spielfeld, wenn ihr das schon ganz gut abgegradet habt, dass sich dort dann schnell wieder Nachschub einstellt. Und da ist die nächste. Ach ja, die Fledermäuse fliegen bei mir natürlich auch inzwischen langsamer als üblich, weil ich hier auch auf der anderen Seite wo sind sie? Slower Beds, genau, also Stufe 1 habe ich davon inzwischen gekauft. Und das Simon-Spiel geht auch schon wieder los. Oh. Thank you.
Okay. Ja, immerhin 61 Punkte und 2 Diamanten. Genau, ihr seht hier, dass hier noch einige andere, also klar, dass eben öfter die farbigen Geister auftauchen, dass die Fallen, also die Geisterfallen, schneller wieder auftauchen. Es kann leider auch immer nur eine geben, weil das hatte ich auch einmal, dass dann halt einfach eine runtergefallen ist, in dem Moment, wo sie neu gespawnt ist. Das heißt also, die Sachen nicht lange liegen lassen, ihr könnt immer nur eins von den jeweiligen Werkzeugen bekommen. Und mein Suppentopf hier, dieser Subspawns, habe ich jetzt eben maximal 4, die sich da ansammeln können. Deswegen eben auch nach einer Stunde, bei so einem 1-Stunden Zeitsprung, habe ich halt nur 4 drin. Obwohl wahrscheinlich in einer Stunde deutlich mehr als 4 dort spawnen. Genau, da ist die Falle schon wieder. Also mal gucken, wann hier der nächste... Wobei ich mal gucken könnte, ich könnte auch einen roten einfangen, um zu gucken, ob der... Wobei ich glaube, der lilane ist der mit dem Glücksrad... Nee, der Lilane ist ein Scream-Geist. Okay. Habt gesehen, es waren sogar gerade 5 Elemente, die da drin standen. Aber bei den Diamanten ist das normal nicht der Fall. Also ich habe zumindest noch keine 5 Diamanten auf einmal gesehen. Naja, wenn ich noch ein paar Mal die Screams einfange, dann hätte ich auch meine 300 zumindest voll, um noch zu überprüfen, ob ich zumindest nur die äußeren Upgrades brauche oder ob ich tatsächlich das Haus auf dem maximalen Niveau haben muss. Ich gehe ja von letzterem aus. Zumindest jetzt. Vorher bin ich ja nicht. Naja, viel fehlt jetzt nicht mehr. Wenn ich noch einen so einen Zeitsprung kriegen würde, dann hätte ich es auf jeden Fall schon. Die 300 zusammen. Naja, das ist jetzt genau so ein, naja, eine fast perfekte Umgebung, weil wenigstens einer von den Gems hätte noch eine 2 haben können, aber dafür sind es jetzt immerhin 4. Das heißt, ich habe eine große Wahrscheinlichkeit, zumindest 10 Gems zu bekommen. Also, mal schauen, was passiert. Oh, naja, immerhin habe ich jetzt meine 300 Geister zusammen, so dass ich das Upgrade hier kaufen kann. Und ja, jetzt fehlen im Endeffekt noch 11 Upgrades, die ich hier für das Haus selber kaufen muss. Sonst komme ich wahrscheinlich vorher einfach nicht hinein. Ja, schade. Click on a scene to travel here. Complete outside house needed. Ja, dann mache ich an der Stelle Schluss mit dieser Folge, weil... Es wird nicht möglich sein, mir jetzt zu gelingen, hier reinzukommen. Aber schauen wir mal, wie lange das dann dauert und wann ich dann tatsächlich eine Folge machen kann, wo ich die Haus-Innenansicht euch zeigen kann und da auf die neuen Entdeckungen gehen kann. In den Achievements lässt sich schon ein bisschen nachlesen, was einen da drin erwartet, angefangen von Spinnenweben wegmachen, irgendwelche Vampire jagen oder sowas. Beziehungsweise gucken wir doch mal gemeinsam rein. Also, hier seht ihr den aktuellen Stand. Klar, die Äußeren sind ja jetzt soweit im Großen und Ganzen schon erfüllt. Da fehlt nicht mehr viel. Das sind bloß noch die Geister-Capture, die 1000 Hidden Objects. Da fehlt noch eine ganze Menge. Und natürlich 250 Pumpkins platt zu machen. Aber danach gibt es dann eben, dass ich die Tür aufbekomme. Und natürlich ist es dann nicht das Ende, sondern offensichtlich geht es dann hier weiter. Dort gibt es dann eben neue Klicker-Boni, ein Chill-Bonus. Achso, das sind dann... Nee, Chill-Bonus muss noch was anderes sein. Dann der Speed-Bonus auf Stufe 2. Genau, das sind eben die Empfangshalle, in der das dann alles stattfindet. Und genau, ich soll Kerzen auspusten. Spooky Sounds wieder machen, von allem 500 Objekte kaufen, 1 Billion Halloween Spirits in der Entry Hall einsammeln oder halt anlocken letztlich, die kommen ja einfach so. Genau, Spider in Webs aufräumen, also sauber machen. Change the Fireplace,
okay, da kann ich auch irgendwas dann anstellen, so wie die farbigen Geister kann ich da dann was mit dem Feuer anmachen, dann Skulls und Spells casten und so weiter. Also da gibt es noch ein paar kleinere und größere Sachen wahrscheinlich. Und ich soll den Berrak füttern, den Vampir töten und die Tentakel von der Treppe entfernen anscheinend. Also mal schauen. Das sind so wahrscheinlich einzelne größere Stufen und das andere sind halt einfach Sachen, die so wie im Moment hier auf dem Hauptbildschirm eben einfach als ja, Minispiele, Anekdoten, Sachen dort anzustoßen sind. Aber dann soweit für heute. Ja, wie das Haus weiterhin von außen aussieht, schon in einem ziemlich hohen Ausbaustufe, aber eben noch nicht so weit, dass Sie es von innen anschauen können. Also, dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Spuken. Also, tschüss.